no gunshots, but they getting low, 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 low. Hallo Leute, ich bin Legend Killer und herzlich willkommen zu diesem neuen Commentary. Als erstes möchte ich kurz mich entschuldigen, dass letzte Woche kein Video kam. Ich hatte letzte Woche irgendwie extrem keine Lust, ein Video aufzunehmen. Und deswegen habe ich mich einfach entschlossen, kein Video hochzuladen, bevor ich ja jetzt irgendeine Scheiße labere, die mir nicht gefällt. Und man direkt merkt, dass ich keine Lust habe. Und als weiteren habe ich mir überlegt, jetzt die Videos nicht immer freitags hochzuladen. Ich habe es eigentlich in dem vorletzten oder in irgendeinem der letzten Videos gesagt, dass ich die Videos immer freitags hochladen will. Aber ich will halt nicht diesen Druck haben, immer freitags, du musst jetzt ein Video machen, wenn dir zum Beispiel Montag oder Dienstag irgendein geiles Thema gerade auf frisch rauskommt und ich denke, boah, darüber könntest du jetzt ein Video machen und ich das Video jetzt aufnehmen und dann extra bis Freitag hochladen muss und sich bis dahin zum Beispiel die Fakten irgendwie geändert haben oder das ist halt dann nicht mehr so aktuell wie an dem gleichen Tag. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, ich mache jetzt einmal die Woche immer noch Videos, beziehungsweise ein Commentary, einmal pro Woche versuche ich es. Und nicht mehr an einem festen Tag, so wie Freitag, wenn jetzt zum Beispiel am Freitag mir kein Thema einfällt und am Samstag kommt irgendein geiles Thema, worüber ich ein Video machen könnte, dann muss ich wieder eine Woche warten, theoretisch. Aber ja, so viel zu dem Thema. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich dieses Commentary aufnehme, denn gerade eben ist meine Festplatte voll gewesen. Ich habe keine Ahnung, warum das auf einmal auf meine andere Festplatte geschrieben hat. Naja, aber so viel zu dem Thema. Eigentlich möchte ich das heutige Commentary über YouTube machen. Und zwar ist das ja schon länger so ein Gedanke von YouTube, kostenpflichtige Abos einzuführen. Die haben schon mal so einen Testlauf, ich weiß nicht, 2013 oder 2014 gemacht, indem die in Amerika schon mal ein paar Kanäle testweise halt auf dieses kostenpflichtige Abo umgestellt haben. Und das läuft so ab, man sieht halt das Video von dem YouTuber für ein paar Sekunden, sagen wir mal eine halbe Minute. Wenn man das restliche Video sehen will, muss man den sozusagen abonnieren, um sozusagen, ich nenne es jetzt einfach mal YouTube Premium, kennt man vielleicht von Bild, das gibt's halt Bild Plus, damit du den ganzen Inhalt sehen kannst, musst du halt blechen. So ist das auch mit YouTube. Warum die das Ganze machen? Immer mehr Leute nutzen halt Adblocker und damit gehen denen halt viele Einnahmen verloren. Und deswegen wollten die halt gucken, wie die an ihr Geld kommen, ne? Ist halt so, jeder will Geld haben. Und deswegen haben sie sich überlegt, kostenpflichtige Abos einzuführen. Und wie hat es schon vorhin erwähnt, gab es halt in Amerika so einen Probedurchlauf, wo man halt YouTuber Videos für ein paar Sekunden, sagen wir mal halbe Minute wieder, gucken kann. Wenn man das restliche Video sehen, muss man den Typen sozusagen Premium für seinen Kanal holen. Es ist immer pro Kanal, das war damals $1 im Monat. Ich rechne jetzt einfach mal in Euro, also ich rechne nicht um, wir sagen einfach mal 1 Euro. Wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich habe 25 Leute abonniert. Macht 25 Euro im Monat. Plus die Leute, die ich gucke und nicht abonniert habe. Pietz mir zum Beispiel. Gucke ich, habe ich nicht abonniert. Warum? Ganz einfach, die laden zu viele Videos hoch, die mich nicht interessieren. Ich will nicht, dass meine Abo-Box mit unnötigen Videos voll gespammt wird. Ich habe halt die 25 Leute abonniert, wo ich wirklich jedes Video gucke. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich 25 plus Pietz mir plus ein paar andere Kanäle, sagen wir 30 Euro. 30 Euro im Monat nur für YouTube ist schon happig, also ist schon eine ganze Menge, finde ich, wenn man es bedenkt, pro Monat. Man könnte das ja auch irgendwie anders regeln, finde ich, irgendwie so, was weiß ich, fünf Stück zusammen, würden 6 Euro im Monat sein, auch ein bisschen viel, aber schon weniger als 30 Euro, dass man halt sagt, man kriegt halt 5 YouTuber für die 1 Euro, die man halt im Monat zahlt, naja, aber ich bin dafür ja nicht zuständig. Zudem kommt ja noch, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, bei mir, ich gehe manchmal auf Kanäle und gucke mir 1-2 Videos davon an, von den Kanälen. Und wenn ich jetzt bedenke, auf jeden Kanal, den ich gehe, jedes Mal 1 Euro zu blechen, damit ich den, kann ich den zwar einen ganzen Monat angucken, aber wenn mich halt nur 1-2 Videos von dem interessieren, warum sollte ich dann wieder ein Abo für den machen? Zum Beispiel mein Zweitkanal, ich mache Trophäenvideos, für die Leute, die es nicht wissen, versuche ich halt ein paar Trophäen zu zeigen, wie man die bekommt. Und wenn jetzt jemand zu mir auf meinen Kanal kommt und denkt, wie kriege ich die Trophäe in GTA 5? Sieht, Trophäen hat das Video hochgeladen, guckt sich das Video an, muss 1 Euro dafür blechen. Dann würde ich mir das überlegen, nur für eine Trophäe 1 Euro zu blechen. Na klar, der kann sich die anderen Videos angucken auf meinem Kanal. Aber wenn jetzt
wenn er jetzt irgendwelche außergewöhnlichen Spiele spielt, wo ich halt keine Trophäenvideos für hochlade, warum sollte der mich dann abonnieren? Dann würde ich auch lieber im Internet auf anderen Seiten gucken, um halt das Video zu sehen, wie man die Trophäe kriegt. Und wenn man jetzt noch dazu rechnet, zu diesen 30 Euro im Monat, jedes Mal noch einen Euro zu blechen für jeden Kanal, auf den man neu kommt, boah, da geht's aber schnell in die 100er bei mir zum Beispiel. Und ja, da bin ich eigentlich kein Fan von. Ich finde ja, man könnte so ein, wie YouTube könnte es halt wie andere Webseiten machen. Wenn man da drauf geht, es gibt halt manche Webseiten, dann steht da halt, sie nutzen Adblocker und die Seite wird gar nicht angezeigt. Dann steht, wie man Adblocker deaktiviert. Ja, und dann kann man die Seite nutzen. Und für die Leute, die halt weiterhin Adblocker benutzen können, könnte man halt dieses Abo machen, sodass man das halt, dass es beides gibt. Man kann halt, wenn man muss halt den Adblocker ausschalten, wenn man auf YouTube kommt. Und für die Leute, die halt pro YouTuber keine 1 Euro zahlen wollen, könnte man das ja so machen, die kriegen halt Werbung angezeigt. Wie es halt jetzt normal ist, ne? Ganz normal. Und die Leute, die halt diese 1 Dollar zeigen oder 1 Dollar im Monat zahlen, die kriegen halt keine Werbung angezeigt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf meinen Kanal geht, müsst ihr Adblocker ausschalten, weil sonst wird euch die Seite gar nicht angezeigt. Habt ihr mich jetzt normal abonniert, nenne ich es jetzt mal, kriegt ihr halt 30 Sekunden Werbung, wie auch immer, könnt ihr nach 5 Sekunden überspringen. Alles easy. Habt ihr jetzt mich als Premium, nenne ich es jetzt mal, abonniert, kommt ihr auf meinen Kanal, Video spielt ab, keine Werbung. Alles gut. So in der Art könnte ich mir das vorstellen. Wenn die das so machen, wäre jetzt eine Bitte an mich, wenn sie eh nicht machen, sollten die jetzt auch so gucken, dass die Werbung genauso laut ist wie das Video selbst. Und ich erlebe es immer öfter auf dem Handy oder auch so, wenn ich Musik höre, immer schön laut, ne? Auch wenn es ungesund ist, aber ist halt besser, Musik laut zu hören, ne? Und dann die Werbung kommt. Junge, da platzt einem das Trommelfell, das ist unnormal. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber mir geht's halt so. Und ja, mehr habe ich zu dem Thema momentan auch nicht zu sagen. Es war wieder typisch Legend Killer Style. Einfach ein paar Argumente durcheinander gemacht. Ein paar Mal habe ich mich wiederholt. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Und die Audiospur sieht doch diesmal okay aus. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendein Thema habt, worüber ich mal ein Commentary, ein Video machen soll. Oder wie auch immer. Was ihr von diesem YouTube-Bezahlabos haltet. Also ich halte da nicht viel von, wenn es halt nur rein durch dieses, also wenn es nur diese Premium-Abos gibt, da würde ich nicht von verhalten. Wenn es so, wie ich das vorhin erzählt hätte, mit diesem, ja, wenn du keinen 1 Euro zahlen willst, musst du halt Werbung gucken. Ja, okay, habe ich kein Problem mit. Schreibt mal eure Kommentare oder wenn ihr noch einen anderen Lösungsvorschlag hättet, wie man das auch machen könnte, wie YouTube zum Beispiel es anders machen könnte, das war jetzt halt nur mein Vorschlag, dann könnt ihr es mir auch mal in die Kommentare schreiben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut da rein.